und schon um meine kleinen Makroni zu The Legend of Zelda Triforce Heroes. Yay, die Vollversion ist raus, startet ein paar Tage nach Release hier auf dem Channel. Ist gerade ziemlich laut auf Horn. So, warte mal. So, jetzt brauche ich nicht so brüllen. Wir haben etwas Großes vor, nämlich einmal kurz in die Option gucken. Spotpass ist aus, das ist aus. Speicherdaten, schwarze Liste. Was sind die schwarze Liste? Habt ihr, hast du was gegen Neger oder was? So, wir wollen spielen. Und zwar starten wir damit. Wir spielen jetzt einmal die Story durch. Nämlich, singlemäßig. Nach dem Intro, warte mal kurz. Willst du wissen, wie diese Geschichte ihren Anfang nahm? Dann halt mal kurz die Fresse. Okay. Es war einmal ein Königreich, in dem alle Kleider liebten und sich immer für die neueste Mode begeisterten. Die prächtigsten Kleider von allen trug stets Prinzessin Rüschlinde. Es gab jedoch eine Person, welche der Prinzessin nicht wohlgesonnen war. Eine böse Hexe aus dem Lumpenland. Eines Tages erhielt Prinzessin Rüschlinde ein Geschenk. Oh nein, meine Rüschen! Absender unbekannt, verdächtig sehr. Doch die Prinzessin ließ sich von der hübschen Schachtel blenden und öffnete sie ohne zu zögern. Als die Schwaden sich lichteten, fand Prinzessin Rüschlinde sich in einer grässlichen Tracht wieder. Da steht ihr vorzüglich, hörte die Stimme der Hexe. Niemand außer der Hexe könnte der Prinzessin das verfluchte Gewand ausziehen. Vor lauter Scham schloss diese sich in ihren Gemächern ein. Im ganzen Land machte sich Trauer breit. Weil sie hässliche Klamotten anhat. Das Lumpenland, wo die Hexe wohnte, war ein gefährlicher Ort, an den sich nur wahre Helden vorwagen könnten. Um solche zu finden, wandte sich der König an alle befreundeten Reiche. So unglaublich hässlich, der Typ. Ein Jüngling hörte von diesem Gesuch und machte sich auf den Weg in das Königreich. Gesucht. Totemhelden. Was, tote Helden? Voraussetzung, spitze Ohren, Haarsträhnen vor den Ohren, verwegener Scheitel. O Jünglinge, die ihr die Zeichen der Totemhelden tragt, besiegt die schändliche Hexe und befreit Prinzessin Rüschlin von ihrem Fluch. Wer auch immer diese Heldentat vollbringe, der werde fürstlich belohnt. Gezeichnet König Lockfried von Textilia. Oh! Oh! Du bist einer der Helden, die Prinzessin Rüschlinde erlösen wollen, stimmt's? Ja, komm, so ist es. Ja, wir veräppeln nicht, wir sind ehrlich. Diese spitzen Ohren, sehr schick. Ich arbeite bei Madame Couture, der besten Modeschneiderin dieser Stadt. Den von Madame geschneiderten Gewändern wohnen besondere Kräfte inne. Prinzessin Rüschlinde war unsere beste Kundin, bis dieser ganze Schlamassel anfing. Jetzt können wir nur noch auf die Hilfe von euch Helden hoffen. Aber du, eines muss ich mal sagen. Dein Outfit, das ist schon irgendwie schick, oder? Was meinst du? Nein, nein, entschuldige, es ist nur, solche Kleidung sieht man in unserem Land nicht so oft. Weißt du was, wo du schon einmal hier bist, solltest du einfach mal in unserem Laden kommen. Das ist das hübsche lila Gebäude am Platz in der Mitte der Stadt. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst wird Madame mich wieder ausschimpfen, auspeitschen und im Keller foltern. Also, wäre schön, wenn du Prinzessin Rüschlinde helfen könntest. Ja, wird sich zeigen, ne? Hau rein, Keule. So, jetzt können wir ein bisschen rumhampeln und Büsche töten und vielleicht ein paar Rubine finden, das wäre ganz toll.
Ja, Rüschlinde. Rubine. Was soll man da... Wir können sofort durchstarten, das ist cool. Hey, aber sofort den Wirbel. Saria! Da ich wieder einmal verpeilt habe, während der Aufnahme zu sagen, wann das Let's Play laufen wird, also um wie viel Uhr die neuen Folgen kommen, werde ich es hier einfach mal reinschneiden und nachträglich erwähnen. The Legend of Zelda 3 Force Heroes wird Montag bis Samstag von, nicht von, sondern um 14 Uhr erscheinen, also immer eine neue Folge. Und der Super Mario Maker, der ja aktuell den 14 Uhr Slot belegt, der wird auf 16 Uhr verschoben. Da läuft ja eigentlich ein anderes Let's Play zurzeit, aber das ist auch wurscht, das ist schon länger pausiert. Und 16 Uhr habe ich natürlich ein paar andere Slots noch frei. Montag, Mittwoch und Freitag und Dienstag, Donnerstag, Samstag laufen jeweils unterschiedliche LPs. Und nur damit man es weiß, Montag bis Samstag 14 Uhr Triforce Heroes und um 16 Uhr kommen dann Super Mario Maker Folgen, nur noch dreimal die Woche. Aber das sollte eigentlich reichen. Ich meine, Super Mario Maker kann man auch dreimal die Woche gut verkraften. So viel dazu. Ja, möge der Part beginnen. Viel Spaß dabei. Ah! Das macht voll Spaß. So, wir müssen das hübsche lila Gebäude... Halt, ein Rubin! Oder, nee, ein Smaragd, besser gesagt. Das war ja lila. Smaragd! Ein Saphir. Warte mal. Saphir! Das wird mir Spaß machen. Ich freue mich schon drauf. Das kann ich ja schon mal sagen. Wir spielen jetzt einmal hier in dem Let's Play die Story alleine durch. Wird ein bisschen... nicht so lustig wie mit mehreren. Aber wir werden auch noch ein LPT starten, in dem ich online oder lokal Multiplayer zu dritt mit Fliegi und einem dritten Glücklichen zusammen spielen werde. Das wird sehr, sehr lustig. Da freue ich mich riesig drauf. Wir werden uns den Arsch ablachen. Nur mal so nebenbei. Aber erstmal gibt es hier ein LP mit mir alleine, ein Moff-Let's Play. Kein Singleplayer, sondern ein Moff-Let's Play, in dem wir einfach der Story folgen werden. Eine Art vertrocknete Puppe. Sieht die irgendwie ähnlich? Ich glaube, sie war früher lila. Du hast sie etwas entstaubt. Okay. Ich glaube, sie war früher lila angezogen. Aber man kann ja nichts dafür, ne? Hallo! Du! Hast du schon gehört? Diese Bücherei, die zurzeit alle lesen? Ach, du meinst diese Strafstöße im Wumpenland? Oder wie das heißt? Guck mal, was ich unter dem Kissen meines Mannes gefunden habe. Ich lese mal vor. Streifzüge durch das Lumpenland, Band 6. Ich habe schon bei minus 25 Grad gezeltet, mit Schnee die Zähne geputzt. Doch nichts konnte mich vorbereiten. Alles um mich herum frierte binnen Sekunden ein. Die Monster sind das Einzige, was sich hier bewegt. Doch inmitten dieser lebensfeindlichen Eishölle traf ich auf eine Göttin. So wunderschön. Wäre diese eine Augen... wäre dieser eine Augenblick nicht gewesen, mein Herz wäre zu einem harten Klumpen gefroren. Na, das klingt aber sehr unangenehm. Aber die jungen Dinger scheinen heutzutage auf sowas zu stehen. Du hast nicht zufällig auch die anderen Bände zu Hause? Ich habe die ganzen Sachen von meinem Mann durchwühlt, aber nichts gefunden. Ob ich mir diese Bücher kaufen soll? Du Schlimme, du... Ja, meine Güte. Seid wohl ein bisschen frustriert. Ah, mit dem Steuerkreuz, was ich aus Versehen gedrückt habe, können wir die Ansicht ändern. Ah, nice. Wir können uns umsehen. Wusste ich gar nicht. Halt. Ist aber nicht so voreilig. Wir wollen auch ein bisschen... Guck mal hier, ein lila Haus. Da werden wir gleich erstmal reingehen. Jetzt sind wir einmal rumgelatscht. Ich habe mich voll erschrocken. Der Türrahmen war der Mörder. Okay, hier haben wir alles. Der Typ sieht irgendwie verstörend aus. Wir gehen erstmal hier ran. Die tägliche Schatztruhe. Eröffnung bald. Ehrlich jetzt. Na gut, wenn du meinst. Bin ich mal gespannt. Miiverse Galerie. In Kürze an diesem Ort. Naja, natürlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Läden erst aufmachen, wenn wir hier drin waren. Also gehen wir mal rein. Ladevorgang. Hallo, wie geht's Ihnen? Alter, diese Musik.
weiß schon, warum in der Endzone, in der aktuellen Endzone, in welcher ich interviewt wurde, Spoiler, wurde ja angemerkt, also Triforce Heroes hat eine für Endzone-Verhältnisse echt miese Bewertung bekommen. Und es wurde angemerkt, dass auch die Soundtracks und so weiter nicht Zelda-typisch sind. Ich bin nicht so der Zelda-Fanboy, ich spiele eigentlich nur so ein paar ausgewählte Titel. Aber das hier hört sich schon sehr Zelda-untypisch an, das fällt sogar mir auf. Hi. Hi, wie geht's? Entschuldigung. Was? Wer bist du denn? Willkommen in Madame Couture's Boutique. Du befindest dich am Nabel der Modewelt. Na, dann muss ich ja ein bisschen muffen hier. Mein Name Mief, weil ich mal. Ah, Madame, das hier ist er. Der Held, von dem ich Ihnen erzählt habe. Oh, dieses Land also ein Held sein? Nun ja, seine Kleidung lässt wirklich zu wünschen übrig. Aber Madame, sehen Sie sich seine Ohren an. Diese langen, spitzen Ohren. Er muss derjenige sein, der die Prinzessin erlösen wird. Nicht die Spur vom Modesinn. Das kann doch nur ein Hochstapler sein. Du bist nicht der erste Held, der hierher kommt, musst du wissen. Aber bisher hat keiner es geschafft, die Hexe zu bezwingen. Seit Prinzessin Rüstöne verflucht worden ist, bekommen wir keine Aufträge mehr aus dem Schloss. Darüber hinaus geht das Gerücht um, dass jeder, der sich modisch kleidet, ebenfalls den Fluch fürchten muss. Kein Wunder, dass Madame nicht sehr erfreut über die Lage ist. Jetzt kauft niemand mehr meine Kleider. Nur eine einzige Kundin ist noch in der Anprobe. Aber das ändert nichts daran, dass Madame die beste Modedesignerin der Welt ist, was man an ihren eigenen Fummel sieht. Guck es dir nur an, sie ist so stylisch gekleidet, sie sieht aus wie ein roter Kartoffelsack mit spitzen Schultern. Wenn du Geld und die richtigen Materialien hast, macht sie dir die wundervollsten Gewänder. Ihr wollt Geld und keine Rubine? Scheiße, ich bin hier falsch. Aber wie dem auch sei, wir müssen die Prinzessin irgendwie von dem Fluch erlösen. Die arme Katze. Wenn du ein echter Held bist, der die Hexe besiegen kann, dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Alter, die Katze. Guck mir mal die Katze an, die stirbt gleich. Gleich fällt sie in zwei Teile. Verstehst du jetzt die Lage in unserem Königreich? Hab nicht zugehört. Wie bitte? Deine Aufmerksamkeitsspanne ist schon mal nicht eines Helden würdig. Du bist nicht der erste Held, der hierher gekommen ist, musst du wissen. Aber bisher hat kein... Ah, okay. Aha. Okay, die wiederholen einfach nur ihre Texte. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein lustiger Nebentext. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Jetzt kauft niemand mehr... Ja, Anprobe. Aha. Aha. Ja. Alles klar. Voll und ganz. Ich habe jetzt nämlich zugehört. So, als erstes solltest du zu Graf Schnösel Schick gehen. Er ist Kommandant der Hexenjäger. Ich dachte immer, das wären Hänsel und Gretel. Er wählt im Schloss neue Rekruten aus, aber die Auswahlkriterien sollen sehr streng sein. Oh je, so spät ist es schon. Mein Job ist es, die Helden im Schloss in Bezug auf Gewänder und Materialien zu beraten. Ich betreibe dort sowas wie eine Zweigstelle von Madame Couture. Also dann, man sieht sich. Tüdelü. Hi. Ich bin alles andere. Ich bin alles andere als überzeugt, dass du ein echter Held bist. Stell dich erstmal bei Graf Schnöselschick vor. Der Mann ist nicht umsonst Kommandant. Wenn du ein Hochstapler bist, wird er dich hochkant rausschmeißen, bevor du deinen Namen ausgesprochen hast. Ja, wenn du meinst. Hey, warte mal einen Moment. Was treibst du da? Das ist die Anprobe. Der Raum der ersten Begegnung zwischen Käufer und Kleidung. Ein heiliger Ort. Also hör auf, meine Kunden zu belästigen und komm da weg, du Spannerlo. Ist ja gut. Hörst du das? Ich darf dich angreifen. Ich will den Laden auseinandernehmen. Guck mal, da ist eine Katze. Wo ist die Katze? Da oben ist eine Katze. Da ist eine Katze. Sie hat eine Katze im Arm, die sie mal quält. Und da ist noch eine Katze, die sitzt. Ah, ich muss hier raus. Alter, diese Musik. Boah. Siehst du das? Wir können wieder alles auseinandernehmen und Ruby, Sapphires und Emeralds sammeln. Meins?
Okay, da ist nichts. Da ist was. Meins. Guck mal, eine Katze. Oder? Mounts. Miau, miau, miau. Miauts, genau. Okay, wenn du meinst. Ah, oh, ist der Feier. Mm. Ah, dieser verdammte Türpfosten. Er ist so unglaublich mächtig. Er ist bestimmt gefährlicher als die Hexe. Da könnte ich schon fast drum wetten. Und ich finde es toll, dass wir hier immer wieder alles neu gespawnt haben. Da ich ja überhaupt nicht sammelgeil bin in solchen Spielen. Da bin ich echt froh. Boah, ich bin zum Glück nicht sammelgeil. Hi. Moment mal. Wo möchtest du denn hin? Ich lasse hier einen Dienst von höchster Wichtigkeit. Die Bewachung der Stadttore. Möchtest du die Stadt verlassen? Ja. Das bedeutet, das Spiel wird beendet. Bist du damit einfach... Nein. Ich beschütze die Stadt vor allen verdächtigen Elementen. Nicht einmal eine Ameise kann mir entgehen. Ja, gut, diese eine Ameise vorhin habe ich reingelassen. Sie wirkte nicht verdächtig. Okay. Ganz wie du meinst. Du möchtest gern. Hi. Oho. Oho, 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 oho. Ohren, welche die Himmel durchstoßen könnten. Ein mehr als verwegener Scheitel. Und dazu noch das Markenzeichen des jungen Helden. Majestätische Haarsträhnen vor den Ohren. Du entsprichst wirklich dem Ideal des Totemhelden, mein Junge. Aber genug davon. Kann der gute Bartholomäus etwas für dich tun? Totemhelden, diese Stadt, Madame Couture. Alles gut. Ich glaube fest an die Legende. Die Helden werden uns retten, das weiß ich. Ja, natürlich. Wir sind ja auch ein Vorzeigeheld. Wir sind nur ziemlich beschissen angezogen. Na du? Okay. Steht nichts Neues. Kaputt machen kann ich sie auch nicht. Schade. Hätte sein können, dass wir, wenn wir den Staub abkloppen, noch ein bisschen lila Farbe zum Vorschein bringen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Okay. Wir gehen gleich rein. Ich möchte mich nur kurz umgucken. Ein bisschen noch hier die Büsche verprügeln, noch ein bisschen Geld sammeln, Rubine sammeln. Oh. Wir können schwimmen. Haben wir dafür nicht früher immer extra Items gebraucht? Wenn ich mich nicht irre. War doch, glaube ich, so, oder? Ich bin nicht so der Mega-Zelda-Fanboy, deswegen weiß ich das nicht so genau. Ah, Mann! Müsste mir mal jemand aufklären, ob man dafür vorher irgendwie besondere Sachen gebraucht hat? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir schwimmen. Tja! Warum lasst ihr mich nicht rein? Ich will auch bei den Hexenjägern mitmachen. Den Hexenjägern dürfen nur Personen beitreten, welche die Kennzeichen eines Totemhelden aufweisen. Eines toten Helden aufweisen. Scheitelungen, Haarsträhnen und die Form der Ohren müssen genau den Anforderungen entsprechen. Was habe ich denn falsch gemacht? Wisst ihr denn nicht, wie viele Freundesmünzen ich habe? Einen so beliebten Kerl wie mich nicht da reinzulassen, ist ein Skandal. Warte bitte. Bist du ein Heldenkandidat? Begib dich ins Schloss und befolge die Anweisungen des Grafen. Er ist unser Kommandant. Warum wird der Kerl reingelassen? Achte dich auf den Kleinen. Du darfst passieren. Ne, 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 ne. Ich darf rein und du nicht. Ne, 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 ne. Ja, yeah, ich darf rein! Warum lasst ihr mir die rein? Ach ja, jetzt wiederholen sie wieder den ganzen Krempel. Ne, 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 ne. Piss ihn hier an, ey. Ladevorgang. Ganz schön ruhig hier. Das ist doch! Du Bursche, komm mal einen Moment lang her! Hi. Spitze Ohren! Ja! Haarsträhnen vor den Ohren! Ja! Verwegener Scheitel! Ja! Das ist ein Bingo! Was? Verzeihung, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Graf Schnüsselschick, Kommandant der Hexenjäger. Wie mir scheint, bist du nicht zufällig in unser Reich gekommen. Ich nehme an, du weißt, was hier vorgefallen ist. Was ist passiert? Natürlich. Das vereinfacht die Sache. Ich habe ja schon einen Haufen von hellen Kandidaten gesehen. Aber so gut wie du hat noch niemand auf die Beschreibung aus der Legende gepasst. Du bist uns hoch willkommen. Das freut mich doch sehr. Sag, Bursche, wie lautet dein Name? Der Name, den du eingibst, ist für andere Spieler sichtbar. Natürlich. Gib einen Namen.
Don Mark. Don Mark ist schon mal falsch. Ja, warte mal, ich brauche meinen Touchpen. Warte mal. Wo ist er? Da ist er. Nicht das Kabel ziehen, sonst ist die auch noch mal durch. Don Mark, das ist schon mal scheiße. So, wie nenne ich mich jetzt? Don Marcy passt nicht rein ohne Leerzeichen. Mit Leerzeichen meine ich natürlich. Der Pate? Marcel könnte ich auch machen, aber es ist schon ein ziemlich komischer Name, auch wenn er stylisch ist. Sehr stylisch und modisch, schick. Wie nenne ich mich? Wie nenne ich mich? Wir machen jetzt mal groß. Wie nenne ich mich jetzt am besten? Ich glaube, ich schneide am besten die Nachdenkzeit raus. Ich habe mich entschieden. Wie? Ich nenne mich Mare. Warte. Zelda. Marcelda. Marcel und Zelda vereint zu Marcelda. Marcelda. Das hört sich irgendwie zu weiblich an. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Don. Upsa. Don. Marcy. Scheiß aufs Leerzeichen. Passt schon. Don Marcy. Zackiger Name für einen zackigen Helden. Da sagst du was. Ich lass mal den Taschenspiel einfach hier liegen. Den brauche ich bestimmt noch. Als Zeichen deines Status brauchst du zuerst einmal ein Heldengewand. Geh mit diesem Material zu Madame Couture und lass sie eines schneidern. Textilia-Faden erhalten. Ja, hervorragend. Das ist so ein Poser, der könnte auch Alex Louis Armstrong heißen. Nur so nebenbei. Ich lasse Madame Couture wissen, dass du kommst, also mach mir bloß keine Schande. Ach, ich doch nicht. Jetzt wollte ich schon mit dem Steuerkreuz. Jetzt hab ich auf einmal Musik. Zerwehr! Ladevorgang! Bin überhaupt nicht sammelgeil. Nein, ich doch nicht. Halt. Ich doch nicht sammelgeil. Yay, da haben wir ihn angesammelt. Weil ich nicht sammelgeil bin, natürlich. Ja, hey, mit dem Zeug, ja. Ich brauche meine Rubies und Emeralds und meine Klunker-Flunker. Was auch immer, ey.